Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Warcraft 3 Reign of Chaos, bei Kapitel 5 der Nachtelfen Blutsbrüder, am nächsten Morgen in den Hügeltiefen des Berg Hyjal. Seit fast 3000 Jahren hat niemand mehr diese Hügeltiefen betreten. Dennoch vermag niemand zu sagen, welche Kreaturen sich hier eingenistet haben könnten, nachdem wir die Tunnel versiegelt hatten. Es gibt hier nichts zu fürchten. Der einzige Gegner, der mir je gefährlich wurde, überzieht das Land über uns mit Verderbnis. Bringen wir es hinter uns und kehren zur Oberfläche zurück. Einverstanden. Seid nur vorsichtig. Nach der langen Zeit kann man nicht wissen, wie die Krallendroiden auf uns reagieren. Ich hoffe doch mal freundlich, oder? Wenn wir sie schon brauchen. So. Hauptquest, die Druiden wecken. Es gibt noch eine Hauptquest und eine Nebenquest. Die Hügeltiefen finden. Tyrande Whisperwind muss überleben. Furion Stormrage muss überleben. Die Krallendruiden haben seit Jahrtausenden in den Tiefen dieser Höhle geschlafen. Sie müssen gefunden und aufgeweckt werden, wenn die Dunkelheit vertrieben werden soll, die sich über das Land ausbreitet. Ich folge der Stimme von Elun. Gut, wir haben ja einiges an Leuten dabei. Clown-Druide, mächtiger Druide, der Feenfeuer und Wirbelsturm wirken lassen wird. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Das ist Furion. Erleuchtet mich. Achso, die da her. Feenfeuer. Reduziert die Rüstung der ausgewählten feindlichen Einheit. Praktisch. Wie die Göttin. So, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Ah, was haben wir denn hier? Ahnen Wendigo. So sei es. Im Namen von Cenarius. Genau, Furion, mach mal den Supertank hier vorne. Ich folge der Stimme von Elun. Rolle der Heilung. Bei Elun. Hat der Ihr müsst euch nicht drum schlagen, komm, nimm's einfach. Passt schon. Alle geklustert auf einen Haufen. Ich will das Ding. So. Lauft, meine Kinder, was haben wir denn hier? Eine Ratte. Jemand bedroht die Wildnis. So sei es. Feuerbefehl. Stimmt, kostet 150, kann sich keiner leisten. Heiltrank, Furion, das nimmst du mal. Ich folge der Stimme von Elun. Sind schon wieder Totenköpfe, das heißt wieder nichts Gutes wahrscheinlich. Was passiert hier? Unverzüglich. Nix, einfach nur blaues Feuer. Okay. Gut. Bei Elun. Soll mir recht sein, soll mir recht sein. Diese Höhlenspinnen sind riesig. Ich spüre eine seltsame Dunkelheit, die sie befleckt. Etwas unermesslich Böses hat sie verwandelt. Jetzt mit dem Wirbelsturm ist zwar ziemlich praktisch, aber auch blöd, dass ich da keinen angreifen kann. Obwohl das eigentlich Fernkämpferinnen sind, die nach oben schießen können. Die Göttin ruft. Aber okay. Bei Elun. Ich will da mal nicht so sein. Unverzüglich. So, das ist eine ziemlich weitläufige Höhle, will ich meinen. Wie die Göttin wünscht. Noch mehr Spinnen. So eine süße Spinne, aber trotzdem. Unverzüglich. Noch eine. Was ist der Ruf der Natur? Wir haben ein Rüstungsupgrade, sehe ich gerade. Auf euer Zeichen. Ich folge der Aber kein Angriffsupgrade. Geizhälse. Alles Geizhälse. Bei Elun. Ups, das war mein Handy. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Wenn doch, tut's mir leid. Was bedroht diese Länder? Nochmal Rolle der Heilung, dass alle wieder fit sind. Hallo. Dieses Land und ich sind eins. Erleuchtet mich. Geht doch einfach mal aus dem Weg. Da liegt ein Spinnenring. Mädels. Für Kalimdor. Erhöht die Beweglichkeit des Helden um 1, wenn getragen. Ashteru Danador. Rüstung um 1 und Angriffstempo. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. So sei es. Gar nicht mal so schlecht. Überall Pilze und anderes Gezücht. Wie die Göttin wünscht. Wer läuft denn hier freiwillig durch, bitte? Unverzüglich. Ich mach das für einen guten Zweck, das würde ich gleich sagen, ja. Wie die Göttin wünscht. Was haben wir hier? Spinneier, mit denen kann ich aber nichts machen. Bei Elun. Wir haben eh schon einen großen Fleck der Karte erkundet, will ich meinen. So sei es. Was seid ihr da eigentlich vergiftet oder was? Ich bin bereit.
Ashresoraman. Oh, ein zweiter Brunnen. Damit müssen die Spinnen verflucht worden sein. Wenn die Verderbnis solche Auswirkungen auf diese schlichten Geschöpfe haben kann, mag ich mir nicht ausmalen, was sie den Tieren oben antun könnte. Wir müssen diese Verderbnis beenden, koste es, was es wolle. Ihr wisst doch schon, was die Dämonengalle an der Oberfläche anrichtet. Ihr habt es doch an diesen anderen Wesen gesehen, die wir in der ersten Mission als Verbündeten hatten. Ihr wisst das doch schon alles. Wie die Göttin wünscht. Tut doch nicht so blöd. Unsere Krieger greifen den Feind. Was? Aua. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch irgendwo ein Weg ist. Da oben ist noch ein Weg. Bei Elu. Ah, die schlüpfen aus den Eiern. Habe ich noch eine Rolle der Heilung oder so? Nee, habe ich nicht. Niemand bedroht die Wildnis. Ashresoraman. Firbolgs. Jemand bedroht die Wildnis. Halt, Priesterin! Wir brauchen eure Hilfe. Unser Schamane wurde von einer seltsamen Spinne gebissen und ist todkrank. Unsere Stammesgefährten sind geflohen und haben uns unserem Schicksal überlassen. Was sollen wir tun? Das Wasser des nahen Brunnens des Lebens kann ihn retten. Doch können wir ihn in diesem Zustand nicht allein lassen. Wenn ihr diese Fiole mit dem Wasser füllen und uns bringen könntet, wäre unser Schamane gerettet. Wenn seine Weisheit verhindert, dass ihr zu solchen Barbaren werdet wie eure Stammesgefährten, rette ich euren Schamanen mit Freuden. Okay, Sidequest. Bärensache. Wasser vom Brunnen des Lebens holen, die gefüllte Fiole zu den Firbolgs zurückbringen. Der Firbolg-Schamane ist von einer schrecklichen Krankheit befallen. Seine einzige Hoffnung ist eine saubere Quelle mit Heilwasser. Benutzt die besondere Fiole, die ihr von den Firbolgs erhalten habt, um etwas von dem heiligen Wasser zu holen und es dem kranken Schamanen zu bringen. Ashresoraman. Wie die Göttin wünscht. Lerne Fiole erhalten, aber es kann wieder keiner tragen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Schmeiß den Heiltrank weg, nimm die Fiole mit. Auf geht's. Von so einfach geht das. So, mal kurz zwischenspeichern. Bup. So sei es. Die Frage ist, wo ist der Heilbrunnen? So, haben wir hier Skelette. Jemand bedroht die Wildnis. Ich könnte nämlich selber einen Heilbrunnen vertragen, sehe ich gerade. Wie die Göttin wünscht. Oh, Banshees. Beziehungsweise Geister. Nein! Sie hat meine Jägerin besessen, das ist das blöde Miststück. Dieses Land. Wir nächsten Mal Furion Level 1. Verursacht einen Regen aus heiler Energie, der über einem großen Gebiet niedergehen und befreundete Verbindung um 20 Trefferpunkte pro Sekunde hat. Ich folge der Stimme von Elun. Ultimate Heilspell, ja? Das ist gut. So sei es. Hat meiner Jägerin jetzt aber auch nichts mehr genützt. Bei Elun. Leider, leider. Wie die Göttin wünscht. Gut, was haben wir denn hier? Blitzechsen. Ashresoraman. Müsste gehen, theoretisch. Das muss der Brunnen des Lebens sein. Ich muss die Fiole nur ins Wasser des Brunnens halten. Ja, nur. Das ist gut. Bei Elu. Jemand bedroht die Wildnis. Wobei du die Fiole gar nicht dabei hast, sondern was die Furion. Was bedroht diese Länder? Ausgetrickst. Ashresoraman. Moment, heil mal meine Leute, wenn ich schon hier bin. Fiole zurückbringen, machen wir es sofort. Hier oben ist aber auch noch ein Weg, da bin ich gar nicht lang gegangen. Wahrscheinlich genau der Weg, wo ich hin muss oder sowas. Das unten wird nur Bonuszeug sein. Wundern wird es mich ja nicht. Werden wir erobert? Was? Werden wir erobert? Die Göttin ruft. Muss ich mich bücken? Nein? So, oh, wie langweilig. Wie so, zurück zu den Wollknäueln. Einfach zurück. Ich folge der Stimme von Elun.
Blockiert euch doch nicht immer gegenseitig. Gelobt sei Elun, Priesterin. Um ehrlich zu sein, hatten wir Zweifel, ob ihr zurückkehren würdet. Jetzt hat unser Schamane eine Chance. Was heißt hier Zweifel? Hallo, geht's noch? Ich muss euch nochmals für eure Hilfe danken. Nehmt diesen Talisman. Solltet ihr unsere Unterstützung benötigen, so wird er uns rufen, damit wir an eurer Seite kämpfen. Während seine Quest erledigt. Niemand bedroht die Wildnis. Ich folge der Stimme von Elun. Unverzüglich. Okay, die machen überhaupt nichts. Jemand bedroht die Wildnis. Wie die Göttin wird. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich ein paar neue Freunde macht hier. Unverzüglich. So sei es. Sieht aus wie ein Hinterhalt. Der Weg gabelt sich nach Süden, aber diese Tür sieht vielversprechend aus. Oh nein. Wie konnte ich das vergessen? Was liegt hinter dieser Tür, das euch so bekümmert, Liebster? Diese Tür führt zu Illidans Gefängnis, Tirande. Wir sollten gehen. Sofort. Illidan? Es ist 10.000 Jahre her. Könnte er noch am Leben sein? Oh, wir sollten ihn befreien, Furion. Er wäre der perfekte Verbündete gegen die Untoten und ihre Dämonenmeister. Nein, Tirande! Diese Bestie darf niemals befreit werden. Aber er ist euer Bruder. Das mag sein, wie es will. Aber er ist viel zu gefährlich. Ich verbiete es. Nur die Göttin kann mir etwas verbieten. Ich werde Illidan befreien, ob es euch passt oder nicht. Oh, oh, deine Liebste ist einfach davon geritten. Tja, Furion. Es soll geschehen. Du hast deine Frau nicht unter Kontrolle, das ist nicht gut. Wie sollen wir da den Krieg gewinnen, bitte? Schick sie in die Kirche, sie soll Suppe machen. Anudora. Ashterodanador. Okay, nachdem wir unser Team aufgesplittet haben... Schlammmonster. Kann es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so schwer werden, oder? Dieses Land und ich sind eins. Das hält ganz schön was aus, das Vieh. Ach, irgendetwas stimmt hier nicht. Anudora. Wirklich? Wie bist du denn darauf gegangen? Es soll geschehen. Ah, Banshees. Ein Gespenst. Verzeihung, kein Banshee. Er weiß es. Steuerndes Gift, Tarimonität. Was bedroht diese Länder? Was ist der Ruf der Natur? Mit Vergnügen. Das war knapp. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Da wäre sie beinahe gestorben. Anudora. Teleporter? Dieses Land und ich sind eins. Gibt es Ärger? Wie war das? Mit Shift. Es soll geschehen. Über den Gefallen und bleib ein Stückchen hinten. Was ist der Ruf der Natur? Sie ist genau was in Schwarz. Was bedroht diese Länder? Was habe ich hier eigentlich? Talisman der Wildnis. Ach ja, da kann ich die Fellbox beschwören. Für Kanidor. Anudora. So, dann machen wir mal Furions fetten Halsspell. Raus damit! Ist ja noch was? Für meine Brüder. Nee, nur Pilze. Keiner hält 30 Sekunden und hält jede Sekunde 20 Hitpoints. Das ist ziemlich praktisch. Für aber jetzt kann sich Furion noch nicht bewegen, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Irgendetwas stimmt hier nicht. Jetzt kann er wieder. Lasst mich durch. Der Erzdruide des Mondmoores fordert Durchgang. Ashterodanador. Und schon kommt die Geisterbrücke. Das ist praktisch. Ashterodanador. Kehrt um. Ihr seid nicht würdig, die Nähe der Bärengötter zu genießen. Bärengötter? Ja, ne. Ahnen, Beobachter. Irgendetwas stimmt hier nicht. Halten die ewig? Nee. Leider nicht. Was bedroht diese Klar, des Angriffs plus 9. Vielleicht hat die Kreatur die schlafenden Krallendruiden gemeint.
Aber warum sie Bärengötter nennen, wo sie doch aussehen wie ich? Vielleicht sind sie einfach noch haariger als du. Keiner wird etwas merken. Dieses Land und ich sind eins. Ja, doch eine Möglichkeit, ne? Mana-Rolle? Nee, kommt rein nicht. Ich habe noch volles Mana von dem her. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es soll geschehen. Ich will doch nur die Druiden erwecken, mehr will ich doch gar nicht. Wie sieht's mit euch aus? Dieses Land und ich sind eins. Ihr haltet noch ein wenig. Brut von Deathwing. Ich hätte wissen müssen, dass ihr abscheulichen Bestien Zuflucht in den Flammen der Erde suchen würdet. Dieses Land und ich sind eins. Irgendetwas stimmt hier okay, nicht. Okay, paar Drachenkinder töten. Dieses Land und ich sind eins. Alles easy. Ashtero Danador. Ich finde die Fairbox irgendwie cool. Sie sind richtig knuddelig. Anodora. Ah, die Krallendroiden sind bereits erwacht. Kommt, meine Brüder, es gibt viel zu tun. Was zum... Sie haben sich ganz ihren tierischen Instinkten ergeben. Sie sind hirnlos und heimtückisch. Im Namen des Raben. Der Ruf des Horns könnte wirksam sein. Aber in diesem Teil der Höhle würde er nur einige wenige erreichen. Dann bläst er öfters in deine Ohren. Wo ist das Problem? Vor den Stornens zum Kreis der Macht in der Höhlenmitte bringen. Ashtero Danador. Was bedroht diese Länder? Okay, ich kann die aber abwehren mit dem Wirbelsturm und den Wurzeln. Für Kalimdor. Ashtero Danador. Es soll geschehen. Was ich auch machen sollte am besten. Ashtero Danador. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Okay, der greift mich bisher nicht an. Passt. Es soll geschehen. Ich geh einfach so spazieren. Ich habe gerade eine Einheit verloren. Anodora. Oder? Ashtero Danador. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich dachte, ich hätte eine verloren. Anodora. Die tun mir ja gar nichts. Warum soll ich die dann bitte abwehren? Was bedroht diese Länder? Heldcham. Ich möchte gern zu diesem Kreis. Es hat angefangen. Für meine Brüder. Es hat angefangen. So kommt man an Bären vorbei, ja? Man hat einfach einen Wirbelsturm. Keiner wird etwas merken. Dann passt die Sache. Ja, ein Schleimbatzen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hier stimmt vieles nicht, Florian, aber naja, das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, da lernt man damit zu leben. Oh, aufmerksam, ist Schlamm. Anodora. Are you crazy? Ashtero Danador. Anodora. Wie soll ich denn das alles töten, bitte? Okay, die Kleinen sind kein Problem. Moment, nicht, dass jemand krepiert oder so. Wollen wir ja nicht. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Dieses Land und ich sind eins. Die Frage ist, heilt er jetzt im ganzen Gebiet oder heilt er nur da in seiner Nähe? Ne, ist das ganze Gebiet. Furion, weiter geht's. Hör auf mit deinem Bling-Bling. Ashtero Danador. Das sind haufenweise Höhlen. Ich hab da so ein ungutes Gefühl. Die Druiden wecken. Irgendwas. Lars und dein Horn, mein Freund. Nicht, was über uns gekommen ist. Wir wissen schon so lange nicht mehr, wer wir waren. Alles ist gut, Teroshan. Ich brauche euch und eure mächtigen Brüder wieder einmal. Nach vielen Äonen ist die brennende Legion zurückgekehrt. Und nur mit vereinten Kräften können wir sie zurückschlagen. Dann stehen wir Krallendruiden euch zur Verfügung, Shando Stormreach. Es gibt kein Zurück mehr. Gebe die Göttin, dass Furion sich geirrt hat. Euer Anliegen ist töricht.
Selbst eure Göttin hat den verflucht, den ihr befreien wollt. Was weiß ein Baum schon davon, hä? Wow, hey, die sehen ja cool aus. Ich folge der Stimme von Elun. Gut. Ich habe keinerlei Möglichkeit, mich zu heilen oder so. Das ist immer gut. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Noch eine Wächterin. Machen wir da 10 bis 11 Schaden. Das damit kann ich leben. Wie die Göttin wünscht. Irgendwelche Markierungen. Wächter! Die Göttin ruft. Nur mal so nebenbei, Wächter. So sei es. Hä? Elfen? Was machen Elfen hier unten? Das ist so dumm angeordnet. Wie kommt man hier innen in die Bücher, hä? Kann mir das einer sagen? Unverzüglich. Was, der schießt von da rauf? So sei es. Ach, da ist eine Tür? Enduliasa. Nein, du sollst nicht auf sie schießen. Habe ich meine eigene Tussi angeballert. Ich bin ein Held. Die Göttin ruft. Ich bin der Beste. Wie die Göttin, was haben wir denn hier? Foliant des Wissens. Ich folge der Stimme von Elun. Tada, wir sind Krieger. Ein Heilbrunnen wäre nett oder sowas. Wenn ich jetzt genau dieses blaue Buch will, wie komme ich da hin? Da muss ich oben drüber steigen oder was? Unverzüglich. Bücherregale. Bei Elun. Sieht so aus, als würde es hier weitergehen, oder? Ja. So sei es. Sieht so aus, als würde es hier überall wie weitergehen. Die Göttin wünscht. Ach, bei ja. Elun. Unverzüglich. Ja, Skelett in der Box. So sei es. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie die Göttin oder so wünscht. Baumviecher. Unsere Krieger greifen den Feind an. Und ausgerechnet sie geht nach ganz vorne. Ja, sie ist so gut wieder. Zeig den Weg. Ich habe Rache gespielt. Die Göttin ruft. Facepalm. Ja, die Einheiten-KI. So sei es. Nicht ganz so toll. Unverzüglich. Bei Elun. Beide Kreise der Macht aktivieren, um das Tor zu öffnen. Unverzüglich. Bei Elun. Ist der jetzt aktiviert oder nicht? Unverzüglich. Ja, sieht danach aus. Gut, dann war das schon mal der richtige Weg. Bei Elun. Und nur sterben wir jetzt schon langsam die Einheiten weg. Das ist nicht gut. Nicht gut, das ist. Das Obala, falscher Knopf. Den wollte ich. Ich wollte nämlich speichern. Da sterben mir die Leute weg. Leute weg. Wie die Leute Göttin weg. Wünscht. Ich mag es nicht, wenn Leute Elun. Wegsterben. Ist immer so depressiv. Unverzüglich. Ach, um dieses Tor zu öffnen. Gut, dann muss ich hier weiter. Passt, passt. Wie hab's verstanden. Göttin wünscht. Ich will doch nur zu Illidan. Was, wenn sich der Dungeon über die ganze Karte zieht? Was mache ich dann? So sei es. Ich hätte gerne neue Einheiten. Wie die Göttin wünscht. Etwas, mit denen ich arbeiten kann. Ich folge der Stimme von Elun. Schrei doch nicht so rum, nur weil ich dich angeschossen habe. Ihr seid bitte. Am Zug. Jemand bedroht die Wildnis. Jemand bedroht. So sei es. Bei Elun. Wie die Göttin wünscht. Ich folge nur ein Schießstand, aber hier ist auch nichts los irgendwie. Bei Elun. Gehen wir einfach weiter, da ist der zweite so Machtkreis. Sei es. Wie die Göttin wünscht. Die Göttin ruft. Das sind lächerliche Wachen, die halten überhaupt nichts aus. Verbündete! Yay! So sei es. Wer sperrt eine Nachtelfe mit seinem Reiter hier in eine Zelle ein? Wer macht denn sowas? Zeigt den Weg. Geht doch mal aus dem Weg, wenn Tyrande hier durch muss. Wie die Göttin wünscht. Wunderbar, geht doch. Warum sind wir mit unserem Tiger nicht einfach hier raufgehopst? Hä? Hä?
Warum? Das wäre so viel einfacher gewesen, aber nein. Die Göttin ruft. Ich hab voll den weißen Supertiger, da kann ich mal hüpfen. Lächerlich. Na kommt, meine Mädels, setzt euch endlich in Bewegung, das dauert schon wieder viel zu lange hier. So sei es. Warum habe ich so das Gefühl, dass mir gleich ein Haufen Batzen meiner Einheiten wegstirbt? So sei es. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Das ist viel zu ruhig irgendwie. Wir werden gleich sehen, was kommt. Wir werden es gleich sehen. Bei Elun. Unverzüglich. Oh, so die schlafen es. Ja noch. Hallöchen. Ich bin der 7 Uhr Wegdienst. Na, wie sieht's aus? Jemand muss da Frühstück? Heute werden wir Pfeile ins Gesicht. Bei Elun. Ein Waffenversteck der Wächter. Das dürfte uns eine große Hilfe sein. Wie die Göttin wünscht. Für was? Eure Jägerin haben magische Kläffen bekommen. Die Angriffe springen jetzt zwischen mehreren Zielen. In Position. Ah, Mondkläffe. Bleibt der Jägerin die Fähigkeit, mit ihrem weitspringenden Kläffenangriff und zusätzlichen Einheiten zu treffen. Die Göttin ruft. Okay. So sei es. Tod. Die Göttin wünscht. Ich folge der Stimme von Elun. Greift doch Tyrande an, die haben am meisten Lebensenergie. Unverzüglich. Aha, ich schieß einfach durch das Tor durch. So haben wir hier. Bogenschütze. Oh nein, nicht sofort sterben. Kein Wort mehr. Ashwasoraman. Wie die Göttin wünscht. Praktisch. Ring der Regeneration. Ich warte auf euch. Die Göttin ruft. Auf euer Zeichen. Jemand bedroht die Wildnis. Ashwasoraman. Schon langsam darf ich irgendetwas ablegen, zum Beispiel den Ring des Schutzes 1. Erhöht die Trefferpunkte, der Regeneration der Söldner um 2 Trefferpunkte. Ja, sie hat eh immer volle Lebensenergie. Eigentlich ist das ja Schwachsinn, ne? Aber meine Leute sind immer kurz vorm Verrecken. So sei es. Zeig den Weg. Viel zu leicht. Aha, ausgedrückt. Ich folge der Stimme von Elun. Wie die Göttin wünscht. Loki, der Wolf. Ashwasoraman. Cool, ich habe mein eigenes Haustier. Macht schnell. Die Treants treffen Anstalten, mir den Weg zu versperren. Nur ein mächtiger Droide kann solche Geschöpfe zähmen. In Position. Oh, Leute, geht doch hier mal weg. Macht schnell. Zeigt den Weg. Guckt euch den Mist an, da blockieren sie allen anderen den Weg. Jemand bedroht die Wildnis. Auf Wachtposten. Dass man ja alles wegstirbt, die ist okay. Göttin, ich hab schon verstanden. Ihr seid die Besten, Herr. Ich folge der Stimme von Elun. Weg vom Tor. Macht schnell. Ashwasoraman. Ich habe Rache geschworen. Ich folge der Stimme von Elun. Ich gehe in. Packt euch mal am Brunnen der Gesundheit, ihr später, weil. Bisschen in die. Ferne. Absolut. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ah, Skelette, ich habe wunderbar. Keine Furcht. Ashwasoraman. In Position. Laufen die mit? Ja, Sugi. Absolut. Jemand bedroht ich habe das geschworen. Auf euer Zeichen. Ja, wer wird denn weglaufen? Bleibt doch hier. Stellt euch doch nicht alles an. In Position. Jemand bedroht die Wildnis. Wie die Göttin wünscht. Goblin-Landminen, komm, die Göttin, nee. Auf Wachtposten. Aber gar kein Itemplatz dafür. Jemand bedroht die Wildnis. Was soll ich denn das noch alles hinstecken, bitte? Ich habe Rache geschworen. Ich folge der Stimme von Elun. Bei in Elun. Position. Wo läuft der hin? Jemand bedroht die Wildnis. Bleib gefälligst hier, dass ich die töten kann. Ich habe Rache geschworen. In Position. Ashwasoraman. Ich habe Rache geschworen. Jemand braucht Wachtposten. Okay. Ich folge der Stimme Sprech von heraus. Was haben wir hier jetzt? Nur ein Rundgang, so wie es aussieht. Ashwasoraman. In Position. Wie die Göttin wünscht.
So sei es. Macht schnell. Ich folge der Stimme. Ja, noch mehr Wächter. Die Göttin, macht schnell. Hört auf, euch gegenseitig zu blockieren. Zeigt den Weg. Da macht mich kaputt, das sage ich euch. Ja, jetzt stirbt mir alles weg, Subi. Ich gehe in Schatten. Dumm. Einheiten-KI ist einfach nur dumm. In Position. Die Göttin, noch was von. Seid alles im Egoistische. Hauptsache ich treffe, der Rest ist egal. Ich folge der Stimme von Position. Typisch Frau. Ashra-Sora-Mann. Naja, was soll man machen? Priesterin. Kein Dieser Effekt. Ort ist verboten. Selbst für euresgleichen. Es gibt etwas unvorstellbar Böses hier, das unter der Erde angekettet bleiben muss. Illidan wurde einst als großer Held betrachtet. Ich glaube, er kann wieder einer werden. Wahnsinn. Ihr unterschreibt unser aller Todesurteil, wenn ihr den Verräter befreit. Ich folge der Stimme von Elun. Really? Frei heraus. Die Göttin ruft. Mir doch egal. In Position, ich folge der Stimme von Elun. Ashra-Sora-Man. Tötet den Typen da mal. Und ist ja. Und jetzt tötet den Rest. Aber fix. Loki, lauf! Okay, ich glaube, ich habe die Mission erfolgreich beendet, oder? Ah, Illidan Stormrage. Illidan? Seid ihr das? Tyrande, es ist eure Stimme. Nach den Äonen in der Dunkelheit ist eure Stimme wie ein helles Licht, das auf mein Denken fällt. Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Euer Volk ist wieder auf euch angewiesen. Weil ich euch einst liebte, Tyrande, werde ich die Dämonen jagen. Aber unserem Volk schulde ich gar nichts. Dann lasst uns rasch zurück zur Oberfläche gehen. Die Verderbnis der Dämonen breitet sich mit jeder vertanen Sekunde weiter aus. Furion! Es ist eine Ewigkeit her, Bruder. Eine Ewigkeit in der Finsternis. Illidan! Du musstest die Strafe für deine Sünden verbüßen, mehr nicht. Und wer warst du, mich zu richten? Wie du weißt, haben wir Seite an Seite gegen die Dämonen gekämpft. Schluss jetzt, alle beide! Was geschehen ist, ist geschehen. Liebster, mit Illidans Hilfe werden wir die Dämonen wieder zurückschlagen und retten, was von unserem geliebten Land übrig ist. Habt ihr auch nur einen Gedanken an den Preis verschwendet, Tyrande? Die Hilfe dieses Verräters könnte unser aller Untergang sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Wie es weitergeht bei Warcraft 3 Reign of Chaos, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage wie immer, stay tuned and so long.